So kurz sortieren, linke Hand, rechte Hand. Hi! Geht die Zeit schon los? Alles klar. Hi, ich bin Franzi und ich freue mich total und auch meine kleinen Freunde, dass wir euch heute ein absolutes Herzensthema von mir vorstellen dürfen. Ich bin Psychologin und zuallererst muss ich euch enttäuschen. Nein, ich kann wirklich keine Gedanken lesen. Und nein, ich kann auch nicht anhand von unserem Smalltalk herausfinden, was deine tiefsten Geheimnisse sind. Und nein, ich kann dir auch wirklich nicht sagen, anhand der sexuellen Präferenzen deines Freundes, was deine Eltern in der Erziehung falsch gemacht haben. Was ich gelernt habe an der Uni, ist wissenschaftliches Arbeiten und ganz, 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 ganz viel Statistik. Wenn ich ehrlich bin, man lernt an der Uni in Psychologie vieles nicht, wovon die Leute glauben, dass Psychologen das könnten oder wüssten. Und bei einer Frage war ich selbst überrascht, dass das nicht im Studium vorkam. Und dann dachte ich, naja, vielleicht ist es halt ein Thema, was nur mich beschäftigt, so ein Orchideenthema, so ein Spleen von mir. Oder jetzt mal ganz ehrlich, Hand aufs Herz, wer von euch hat sich denn schon mal gefragt, was glücklich macht? Doch, verdammt, okay, so viele, damit habe ich jetzt nicht gerechnet, ich wollte jetzt voll den Nerd-Vortrag halten. Also alle, die sich nicht gemeldet haben, ihr könnt gerne ein Bier trinken gehen, da hinten ist die Bar, ich nehme auch eins und für euch anderen, tada, Vortrag. Ich beschäftige mich, wenn ich ehrlich bin, mit dem Thema, seit ich etwa 6 Jahre alt bin. Und zwar hat meine Uroma, die ist da gestorben, als ich 6 war. Und kurz vorher hat sie mich nochmal zu sich gerufen und hat gesagt, Kindchen, komm mal her und dann bin ich zu ihr hin. Und sie hat gesagt, setz dich hin und ich habe mich hingesetzt. Und dann hat sie gesagt, ich gebe dir einen Rat. Lerne mal gut, dann kriegst du einen guten Job, dann verdienst du viel Geld, dann kannst du eine gute Familie gründen und dann bist du glücklich. Und ich dachte so, alles klar, die Frau ist fast 99 Jahre alt, die wird es wissen. Also habe ich mein Leben lang probiert, mich daran zu halten und es hat irgendwie nicht geklappt. Und vor ein paar Jahren gab es nochmal eine Situation, die sehr spannend war. Ich saß in einem Café, habe einen unglaublich guten Chai Latte getrunken und ein Freund schickte mir ein Bild von einem Buch, was er gerade liest. Das hieß Glücklich. So geht das. Ein Ratgeber. Wir Deutschen mögen ja Ratgeber, wir mögen es, wenn uns Leute sagen, was wir denken sollen und wie wir handeln sollen. Und ich habe ihm geschrieben, voll cool, was macht denn glücklich? Und seine Antwort war, sorry, kann ich nicht sagen, das Buch ist ultra lang, ich bin noch nicht durch, es ist schlecht geschrieben, macht echt keinen Spaß zu lesen. Und ich dachte so, irgendwie fühlt sich das falsch an. Also wenn ich etwas tun muss, was keinen Spaß macht, um herauszufinden, wie ich glücklich bin, dann könnte ich auch die Biografie von Olaf Scholz lesen, um rauszufinden, wie ich mich in Konflikten durchsetzen kann. Und deshalb habe ich entschieden, alles klar, ich muss dazu forschen und habe meine Masterarbeit dazu geschrieben. Mit dem wunderschönen Titel. Ha, da, so funktioniert der Pointer. Mit dem wunderschönen Titel Faktoren des Glücks. Eine Querschnittsstudie zur Untersuchung der Zusammenhänge von Alter, Lebensphase und Persönlichkeit mit den Faktoren für Lebenszufriedenheit. Und wie bereits gesagt, Online-Umfrage, über 400 Leute haben teilgenommen und mir erzählt, was sie glücklich macht, in der Hoffnung, einen Kaffeegutschein zu gewinnen. Und die erste Frage, die sich aber stellt, ist natürlich, was ist denn eigentlich Glück? Und noch wichtiger, was ist denn Glück auch wissenschaftlich? Und ich habe euch 3 Konstrukte mitgebracht. Einmal das Wohlbefinden. Das ist, wie wir uns fühlen, unsere Emotionen, unser Bauchgefühl. Dann gibt es die Lebensqualität. Diese befasst sich vor allem mit äußeren Faktoren. Das wird sehr gerne verwendet, um Systeme zu vergleichen oder Länder. Gerade kam der neue World Happiness Report raus. Finnland immer noch auf Platz 1, Deutschland Platz 16. Dabei werden Systeme verglichen, wie das Bildungssystem, das Sozialsystem, das Gesundheitssystem, das Periodensystem und was man halt noch ein System finden kann, die man vergleichen kann. Und es gibt die Lebenszufriedenheit. Das ist, wie wir über die Dinge denken, wie wir sie kognitiv beurteilen. Diese Dinge können parallel laufen. Also ich kann sagen,
hey, es ist voll cool, hier beim Science Slam heute bei euch zu sein und mich dabei auch noch mega wohlfühlen. Aber sie können auch konträr verlaufen. Zum Beispiel bei Twilight. Für Bella wäre es viel schlauer gewesen, mit Jacob zusammenzukommen, aber ihr Bauch hat sich nun mal für Edward entschieden. Schade. So, nachdem wir also jetzt wissen, was Glück ist, ist die Frage, ja, was macht denn jetzt glücklich? Und eine Idee von mir war, das ist so ein Persönlichkeitsding. Und dafür habe ich mir die Big Five angeschaut, aber nicht die Big Five, die typischerweise im Pub-Quiz abgefragt werden und wo ich mich einfach jedes Mal frage, warum die Giraffe nicht dabei ist, sondern das Big Five Persönlichkeitsinventar. Und das besteht aus den Eigenschaften Extraversion, Offenheit für neue Erfahrungen, Neurotizismus, Verträglichkeit und Gewissenhaftigkeit. Jeder von euch hat jede dieser Eigenschaften, aber unterschiedlich stark ausgeprägt. Also jeder von euch hat alles. Und ich habe geschaut, wie hängt denn das mit der Lebenszufriedenheit zusammen. Und dabei kam nicht ganz überraschend heraus, dass je neurotischer eine Person ist, desto unglücklicher ist sie. Neurotische Personen, ich definiere das einfach, auch wenn ihr alle wisst, was das bedeutet, das sind Menschen, die eher ängstlich sind, emotional labil oder auch zur Depressivität neigen. Aber es gibt auch gute Nachrichten, je höher die Extraversion bei Personen ist, desto höher ist auch ihre Lebenszufriedenheit. Und was machen extrovertierte Personen gerne? Extrovertierte Menschen sind gerne unter Menschen. Und extrovertierte Menschen gehen gerne zu Veranstaltungen mit vielen Menschen und extrovertierte Menschen finden zum Beispiel Science Slams total cool. Und extrovertierte Menschen, die glücklich sind, finden Vorträge über extrovertierte Menschen, die glücklich sind, noch cooler. Also schon mal alles richtig gemacht. Alles klar, es hat also irgendwas mit der Persönlichkeit zu tun. Aber dann habe ich mich wieder an meine Uroma erinnert und was sie mir gesagt hat. Und irgendwie hat das immer noch nicht so ganz gepasst. Deshalb habe ich gefragt, ist Glücklichsein vielleicht so ein Altersfokus-Ding? Und deshalb habe ich die ganzen Menschen zwischen 18 und 84 Jahren, was eine unglaubliche Spanne ist, gefragt, was ist ihnen gerade wichtig? Was ist wichtig für ihre Lebenszufriedenheit? Und da habe ich diese 12 Faktoren untersucht. Und ich versuche sie jetzt einmal ohne Luft zu holen aufzusagen. Und ich bin an sich schon kurzatmig, das wird spannend. Also, Familie, Partnerschaft, Freunde, gesellschaftliches Leben, Arbeit, Beruf, Geld, Finanzen, körperliche Gesundheit, seelisches Wohlbefinden, Selbstständigkeit, Unabhängigkeit, Wohnraum, Hobby, Freizeit und Religion und Spiritualität. Wow, das habe ich nie geschafft. Und die Leute sollten sagen, was ist ihnen wichtig? Und ich habe euch einfach ein Diagramm mitgebracht, das ist im Grunde selbsterklärend. Seht ihr, ne? Also man sieht schon mal, ich habe richtig gerechnet, weil es sind nicht mehr als 100% der Menschen haben einen Faktor ausgewählt. Ich habe Statistik gelernt. Also, aber man kann wunderschön sehen zum Beispiel, dass hier körperliche Gesundheit, das ist dunkelblau, mit dem Alter steigt das an, das wird also im Alter immer relevanter. Und auch bei gesellschaftlichem Leben, total spannend, zwischen 25 und 40 geht das total runter. Das ist die Zeit, wo Menschen Kinder kriegen, wo Familien gegründet werden. Also ihr seht, da sind so voll die Schwankungen drin. Der Fokus verändert sich. Aber 4 Faktoren sind ein bisschen anders, nämlich die Faktoren Familie, Partnerschaft, Freunde und seelisches Wohlbefinden. Die bleiben gleich wichtig. Über alle Altersgruppen haben die keine Schwankungen. Und das Schöne ist, die Faktoren Familie und Freunde sind auch die, die am wichtigsten sind. Also es verändert sich über das Leben und der aufmerksame Zuhörer hat aber jetzt immer noch eine Frage, nämlich, was macht denn nun glücklich? Und auch das habe ich noch ausgewertet, statistisch. Und ich fange mit den Negativen an. Menschen, die ihren Fokus auf die Faktoren Geld und Finanzen und seelisches Wohlbefinden legen, also sagen, ihnen ist das wichtig, sind tendenziell unglücklicher. Aber Menschen, die ihren Fokus auf Freunde und Familie legen, sind glücklicher. Wie kann ich das zusammenfassen? Und ich mache es ganz schnell, weil mir wurde schon gewunken. Es gibt keine Formel, keine Weltformel für Glück. Und wenn, dann habe ich sie noch nicht gefunden, weil ich bin noch nicht am Promovieren.
Aber klar, es hängt irgendwie was mit deiner Persönlichkeit zusammen. Aber es hängt auch ganz viel damit zusammen, was gerade bei dir im Leben passiert. Und trotzdem gibt es etwas, auf das du dich immer besinnen kannst. Nämlich auf die Menschen um dich, die dich lieben und die du liebst. Sie werden dich etwas glücklicher machen. Ich bedanke mich und hoffe, ich konnte euch ein paar Minuten Glück schenken. Heute für euch zum allerersten Mal beim Science Slam auf einer Bühne, Franziska Zmatlik!